Als Siemens Mobility Services bieten wir unseren Kunden intelligente und effiziente Ersatzteillösungen im Schienenverkehr an. Wir müssen eine hohe Verfügbarkeit unserer Fahrzeuge sicherstellen und deshalb ist es uns wichtig, dass wir auch die Ersatzteile verfügbar haben. Wir können es uns nicht leisten, eine Bahn abzustellen, nur weil ein Ersatzteil fehlt. Die Siemens Mobility ist für uns ein langfristiger regionaler Partner, mit dem wir seit 2003 sehr intensiv zusammenarbeiten. Die Firma Siemens macht jetzt die additive Fertigung und mit dieser Fertigungsmethode sehen wir klar die Vorteile, dass man kurze Lieferzeiten hat, dass man auch Teile konstruktiv weiterentwickeln kann. Die Ersatzteilbestellung läuft relativ einfach. Man geht in die Railmore, eine Online-Bestellmöglichkeit, und sucht sich sein Teil aus anhand der vorhandenen Nummer und bestellt es per Mausklick. Unsere Kunden haben dadurch den Vorteil, dass sie ihre Lagerbestände auf ein absolutes Minimum reduzieren können. Früher in der Vergangenheit war es so, wir haben also eine Mindestmenge in GFK gefertigt, die dann auch konstruktiv abgeschlossen war. Heute gibt es Bedürfnisse, an konstruktiv vorhandenen Komponenten Änderungen vorzunehmen, und da hilft uns genau die 3D-Drucktechnologie. Die erste Anfrage der SWU bezog sich auf die Integration von 3 zusätzlichen Bedienelementen in die Armlehne. Im Laufe unserer Arbeit hat sich gezeigt, dass weiteres Verbesserungspotenzial besteht, und so wurde schlussendlich die komplette Neuentwicklung der Armlehne von der SWU an uns beauftragt. Die Schürze ist ein gutes Beispiel dafür. Die ist dreigeteilt und braucht nur noch segmentweise getauscht werden. Also eine gute Entwicklung. Mit der SWU sind wir seit sehr vielen Jahren eng miteinander verbunden. Wir arbeiten gemeinsam daran, die Fahrzeugverfügbarkeit möglichst hoch zu halten. Bei der additiven Fertigung ist man natürlich sehr frei, kann vom Kunden viele Anforderungen aufnehmen. Wir hatten auch sehr viele Wünsche bei den Teilen, die wir bei uns verbaut hatten. Und die wurden von Siemens alle umgesetzt und sind in diesen Teilen jetzt eingearbeitet.